Herzlich willkommen. Für uns schön, hier zu sein. Für uns schließt sich ein kleiner Kreis. Wir sind ein ziemlich großer Kreis. Ein ziemlich großer, ja. Mit Mitte 40 trifft man sich wieder und wir haben schon ein paar Jahre hinter uns. Ja. Gemeinsam groß geworden im gleichen Dorf, im Apfeldorf Wehrheim. Ja. Im Taunus? Im Taunus. 5000 Einwohner? 5000, mittlerweile 7, oder? 7000. 7000 Einwohner. Fast 50% größer geworden. Und wir haben damals zusammen in der Grundschule gesessen. Wir haben in der Grundschule, vielleicht auch sogar schon im Kindergarten, aber da können wir uns wahrscheinlich... Da können wir uns nicht mehr daran erinnern. Ich kenne nur noch den kleinen Bus, der uns da immer hinterher gefahren hat, nach Obernhain. Genau. Aber ich weiß noch, dass wir zusammen tatsächlich in der Grundschule saßen. Und damals haben wir uns natürlich auch schon über Geschäftsmodelle unterhalten und welche Startups wir aufmachen wollen. Ja, wir hatten zum auch Beispiel Kekse verkaufen. Ja. Wir hatten auch eine AG, ja, Unternehmertum. Wir haben damals schon über digitale Modelle nachgedacht. Silicon Valley. Keiner wollte uns auf uns hören. Ja. Ja, wir haben immer nicht verstanden, warum die Leute in Wehrheim das nicht wissen wollten. Genau, und da gab es nochmal einen kleinen Berührungspunkt, nämlich dein erstes Mobile-Startup war tatsächlich in der gleichen Branche wie meins. Ja. Also wir hatten dann tatsächlich zur gleichen Zeit die gleiche Branche. Ich glaube, ihr wart mit Want2Snap mehr früher dran. Mhm. Wir mit der WAP 3 ein Jahr später, aber... Da haben uns dann die schwarz-weißen, die kleinen zweizeiligen Displays auf dem Handy. Ja, wir waren da ganz vorne und ganz hinten gleichzeitig. Genau. Ja, sehr schön. Schön. Erzähl uns doch mal ganz kurz für die dich nicht kennen. Was hat dich die letzten mittlerweile 17, 18 Jahre als Unternehmer angetrieben? Naja, ich habe verschiedene Startups gemacht. Ich habe erst in Deutschland ein Startup gemacht. Das hieß Want2Snap. Das war im Mobile-Bereich. Verbindung aus Handy und Werbung. Das hieß... Das hat mit Coca-Cola und McDonald's und so zusammengearbeitet. Es war bis 2004. Danach bin ich dann in die USA gezogen, nach Los Angeles und habe für CBS, das ist der größte Fernsehsender in Amerika, deren Mobilgeschäft aufgebaut. Das heißt also zum Beispiel CSI-Spiele, die dich anrufen, wenn du gerade nicht spielst, weil gerade ein Verbrechen begangen wurde in deinem Spiel. Und wenn du in den nächsten 5 Minuten nicht dort auftauchst und spielst, dann bist du ein schlechter Agent und verlierst Punkte. Oder mobiles Fernsehen, lokalisierte Anzeigen auf dem Handy und so. Und dann bin ich 2008, habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht, einmal um die Welt gereist. Und dann kam ich zurück und bin in Silicon Valley gezogen. Und habe dort dann bei Kleiner Perkins angefangen, als Unternehmer, geparkter Unternehmer sozusagen. Und habe dort dann eine neue Geschäftsidee entwickelt. Die Firma wurde dann zu Want2Snap später umgetauft. Und zu Shopkick umgetauft. Shopkick. Und Shopkick hat dann darauf basiert, dass man Punkte dafür bekam, Prämienpunkte dafür, dass man in Läden eintritt, ohne wirklich was zu kaufen in einem Laden, einfach nur fürs Reingehen, zum Beispiel bei Target, Macy's oder Best Buy. Und diese Punkte konnte man dann umwandeln in Gutscheine, Geschenkkarten, die man dann einlösen kann. Also. Und das war dann eine 7-Jahres-Reise. Und 2008 habe ich die Idee entwickelt, 2009 gegründet. 2014, 5 Jahre später, haben wir die Firma verkauft an SK Telecom in Südkorea für 250 Millionen Dollar und danach bin ich noch 15 Monate da geblieben und bin nicht ausgestiegen. Und das war Anfang letzten Jahres, 2016. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, was als nächstes kommt. Aber erstmal habe ich ein bisschen Pause gemacht. Und was kommt als nächstes? Ja, ich arbeite an einer neuen Idee. Ich habe mir ganz verschiedene Bereiche angeguckt. Ich bin auch erstmal nach China gefahren, habe mir die chinesischen Startup-Markt angeschaut. Das war sehr, sehr spannend. Was ist da nochmal anders als in den USA? Ja, das ist sehr interessant. Also ich hatte fast den Eindruck in Peking, dass das Unternehmertum fast schon authentischer, echter ist, roher sozusagen, als im Silicon Valley das teilweise der Fall ist. Mhm. Ich glaube, dass wir im Silicon Valley manchmal schon ein bisschen überfüttert sind und dass es uns zu gut geht. Mit umsonst Haare schneiden und Wäsche waschen und Autos putzen, darum geht es nicht im Unternehmertum. Unternehmertum besteht darin, dass man aus heißer Luft ganz besonders gute Dinge hervorzaubert, irgendwie aus der heißen Luft heraus. Mhm. Und alles andere ist Beiwerk und nicht so wichtig. Und in China ist der Fokus natürlich genau darauf, denn die umsonst Haarschnitte gibt es da nicht. Da geht es noch rau zu und wenn man sich da durchsetzen will, dann muss man halt wirklich richtig hart arbeiten. Da gibt es in China auch diesen Ausdruck 996, das bedeutet von morgens um 9 bis abends um 9, 6-mal die Woche. Und das gilt für die Mitarbeiter. Und für die Gründer ist es wahrscheinlich eher so 9, 11,
6.5. Okay. Und das ist natürlich auch nicht besonders gesund. Ich bin auch kein Verfechter davon, nicht zu schlafen und nur zu arbeiten. Das macht keinen Sinn, da wird man ineffizient. Aber was es doch zeigt, ist dieses enorme Commitment, etwas hinzubekommen. Es gibt fast nicht die Option, es nicht richtig zu machen. Was glaubst du denn, sind die wichtigsten Eigenschaften für einen Gründer? Die wichtigsten, wenn du schon Commitment ansprichst als ja, eine. Ist eine gute Frage. Die wichtigsten Eigenschaften, die sie... es gibt wichtige Eigenschaften für alle Leute, die generell was machen. Und das ist zum Beispiel ethische Werte, gute Werte, Leidenschaft. All diese Dinge sind wichtig. Was für Gründer insbesondere wichtig ist, ist, dass man bereit ist für lange Strecken, die relativ lange Durststrecken oft sind, bereit ist, missverstanden zu werden, bereit ist, durchzuhalten und dass man eine Vision hat, die man umsetzen kann in ein Produkt, was wirklich 10-mal so gut ist wie das, was auch schon auf dem Markt besteht. Das heißt, man muss als Unternehmer, als Gründer einen extrem hohen Standard an sich selbst stellen, dass das Produkt nicht ein bisschen besser ist als das, was es schon gibt. Es muss 10-mal so gut sein wie das, was es im Markt gibt. Und dieser Anspruch, und dann durchzuhalten und sozusagen aus nichts etwas hervorzuzaubern. Eine andere Sache, die auch wichtig ist, dass man dieses recht schnelle Umschalten hinbekommt zwischen Stühle aufräumen und Tisch wischen und den Fußboden sauber machen und dann im nächsten Moment sich mit dem CEO von General Electric treffen und ein gutes Gespräch führen. Mhm. Dieses Umschalten muss man können. Was war denn bei Shopkick? Ist ja nochmal besonders schwer als Two-Sided Marketplace. Also wer war denn zuerst da? Der Kunde oder der Endkonsument, der shoppen geht oder die Brand, die Werbung schaltet? Ja, es musste als erstes der Händler da sein. Mhm. Denn wenn es keinen Händler gibt, über den man reinlaufen kann, um Punkte zu kriegen, warum soll dann der Konsument kommen, der Punkte haben möchte? Mhm. Allerdings hat natürlich der Händler gefragt, wie viele Konsumenten haben Sie denn? Er hat auch gefragt, wie viel Finanzierung haben Sie denn? Ja. Er hat auch gefragt, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Und die Antwort zu allem war, noch nichts, aber bald bestimmt viel. Mhm. Das heißt, es begann mit dem Händler. Du hast, wenn ich das richtig verfolgt habe, relativ bekannte Investoren auch drin gehabt. Wir waren so die Top 3 der Investoren bei Shopkick. Ja, das und eine die Zusammenarbeit mit diesen. Ja, es fing mit Reid Hoffman und Kleiner Perkins an. Mhm. Reid Hoffman als Privatperson, als Individuum. Der hat dann Kleiner Perkins hat die erste Runde finanziert und Greylock hat dann die zweite Runde finanziert als Lead Investor. Und das war Reid Hoffman, weil Reid Hoffman bei Partner bei Greylock war. Er ist also erst als Individuum reingekommen, war sogar im Aufsichtsrat als Vertreter der Gründer im Aufsichtsrat. Ja, cool. Das war Reid und ich als Vertreter der Gründer und dann Kleiner Perkins. Okay. Und dann kam die zweite Runde und dann wanderte er plötzlich auf die andere Seite des Tisches. Hat die Hölle heiß gemacht. Und war auf der schwarzen, dunklen Seite. War natürlich genau der gleiche wie vorher, weil Reid Hoffman das eigentlich relativ wenig interessiert, auf welcher Seite er sitzt. Er gibt immer den gleichen Input. Ne? Wie war die Zusammenarbeit mit so einem Reid Hoffman? Wie ist das? Er ist was ganz Besonderes. Reid Hoffman ist einfach ein ganz besonderer Mensch und ganz besonderer Unternehmer. Der ist für mich der Beweis, dass die guten Menschen gewinnen können. Und zwar nicht nur ein bisschen gewinnen, sondern richtig gewinnen. Für alle, die das nicht wissen, er ist der Gründer von LinkedIn. Er ist auch Angel Investor in Facebook gewesen und war auch vorher bei PayPal und hat dann LinkedIn gegründet. Und LinkedIn hat dann ja Börsengang gemacht, ja. Und ist letztes Jahr für 26 Milliarden Dollar an Microsoft verkauft worden. Und er selber hatte noch über 10% an der Firma, als es verkauft wurde. Ich glaube, dem geht's gut. Dem geht's gut. Aber das Interessante daran ist, dass ihm das Geld eigentlich ziemlich egal ist. Ich habe das damals nach dem Börsengang gesehen. Er fuhr immer noch mit seinem 20 Jahre alten Volvo in hellblau Touring-Modell rum. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, möchtest du vielleicht ja, nicht mal sowas Neues ausprobieren? Sagt er, ja, nee, das Geld investiere ich lieber in Startup-Unternehmen. Ja, und das ist schon toll. Weil für ihn ist das Geld nur eine Messlatte, aber nicht der Zweck an sich. Du bist ja jetzt auch eher in der Situation, wo man sagen kann, gut, ich konzentriere mich auf Familie, Kinder, investiere in ein paar Startups, aber dich treibt es noch an, du willst noch mal was Neues machen? Ja, ich hatte jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht. Ich habe ein Jahr Pause gemacht, mich auf meine Familie konzentriert, bis auf die China-Geschichte. Und dann habe ich angefangen, zu überlegen, was es als nächstes gibt. Und da habe ich mir dann überlegt, naja, ich könnte ja jetzt investieren. Und habe ich dann auch gemacht, habe schon lange investiert in Firmen als Angel-Investor, habe dann aber mehr gemacht. Und dachte, naja, vielleicht ist es ja mein Hauptgeschäft. Vielleicht mache ich das jetzt. Und irgendwann stelle ich dann so fest, naja,
Ich glaube, das ist doch eher ein Hobby für mich. Denn ich kann jetzt nicht 7 Jahre lang warten, um zu gucken, ob meine Investitionsentscheidung gut war. Und in der Zwischenzeit weiß ich nicht so recht, was ich machen soll. Das ist es nicht für mich. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich darin der Beste bin. Und dann habe ich das doch gespürt. Ich glaube, ich muss wieder was aufmachen. Kannst du schon sagen, worum es geht? Naja, es ist ein ganz neuer Bereich. Ich hatte mir ganz verschiedene Dinge angeschaut. Ich habe mir wirklich ganz verschiedene Sachen, es war wirklich richtig spannend, von Mensch-Maschine-Interfaces über Consumer-Robotik und Konsumentenideen und Virtual Reality meets Alternate Reality bis hin zu Software meets Biology. Die Verbindung aus der Biologie mit Software und Hardware, an dieser Schnittstelle ergeben sich ganz neue Methoden, Biologie zu betreiben, Forschung zu betreiben, als auch neue mögliche Anwendungen und Produkte. Ich habe das dann, ich weiß ja nichts über Biologie. Das ist also eigentlich ein bisschen peinlich, dass ich mich darum kümmere. Ich habe einen getroffen, der bei der Stanford-Uni, der einer der Chef-Forscher ist. Und den habe ich dann wirklich direkt gefragt, soll ich denn die Biologie mit meiner Anwesenheit betrüben oder nicht? Und dann sagte er, wir brauchen eigentlich mehr Leute wie dich und nicht weniger, weil Forscher oft sehr speziell in ihrem Bereich unterwegs sind und Leute, die von außen kommen, manchmal sehr interessante Impulse liefern können. Wir brauchen also eigentlich Leute wie dich. Dann habe ich gedacht, naja, wenn er nicht nur freundlich ist, dann soll ich das vielleicht mal ein bisschen ernst nehmen. Und dann habe ich natürlich angefangen zu lernen, weil es macht auch Spaß. Mhm. Dann bin ich in unterirdische Mäuselabore gegangen an der Stanford-Uni und in Nuklearreaktoren für deren Kontrastmittel und habe Leute alle getroffen, die damit zu tun haben und habe denen alle möglichen Fragen gestellt. Und ehe ich mich versah, saß ich mit Forscherteams von Stanford zusammen, die mir ihre Ideen präsentiert haben, weil sie einfach von mir ein bisschen wissen wollten, wie man ein Unternehmen baut. Und ich von denen ein bisschen wissen wollte, wie man in Biologieforschung betreibt. Und daraus ergab sich dann eine Sache, die ich besonders spannend finde. Kann ich noch nicht im Detail drüber sprechen, aber es hat mit Präzisionsmedizin zu tun. Und das wäre, wenn es klappen würde, wäre es unglaublich. Das ist ein bisschen ein Moonshot, den ich da verfolge. Relativ risikoreich, aber auf der anderen Seite, wenn man es nicht probiert, kann man auch nicht gewinnen. Wenn du in Startups investierst, auf was guckst du? Das sind so die ersten 3 Sachen, die du bei einem Startup anschaust. Wenn ich investieren möchte? Ja. Das allererste sind natürlich die Gründer. Gerade bei einer Seed-Finanzierung sind die Gründer das Wichtigste, denn die Idee kann sich sehr leicht ändern. Es kann gut sein, dass die Idee gar nicht mehr die ist, in die man anfänglich investiert hat. Was suchst du in den Leuten, in den Gründern? Naja, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, was für Gründer besonders wichtige Attribute sind. Ich suche nach Leuten, die eine Mischung haben aus großer Vision und gleichzeitig großem Realismus und keine Selbstüberschätzung. Ich mag es sehr gerne, wenn jemand selbstsicher ist, aber nicht arrogant. Und wenn jemand große Ziele hat und sehr kreativ ist, wie man die umsetzen kann und dann aber auch zuverlässig das umsetzt. Also ich schaue mir da an, ob dieser Gründer relativ große Widersprüche in sich vereinen kann. Zum Beispiel sind ja die meisten Leute entweder kreativ oder eher umsetzungsorientiert, aber meistens nicht unbedingt beides. Ne? Die Brücke aus den beiden ist recht selten, dass jemand stark ist in beiden Bereichen. Jeder ist irgendwo kreativ, aber halt die Frage ist, wie kreativ. Das andere ist, dass jemand große Ziele hat, aber trotzdem nicht irgendwie über sich selbst hinausschießt und dann sich selbst ein bisschen zu überschätzt. Das ist auch sehr, sehr ungesund. Das ist auch eigentlich ein Widerspruch. Interessieren dich Startups aus Deutschland im Speziellen oder schaust du dich eher in den USA um? Ich schaue mich normalerweise eher in den USA um und in China, bin aber immer offen für neue Sachen. Wie erreicht dich als Gründer? Naja, über LinkedIn und die ganz normalen Wege. Okay. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Warum nicht Deutschland speziell? Hoffentlich ändert sich das bald.
Ich suche halt immer nach Gründern, die dann auch ganz schnell nach Amerika und nach China expandieren wollen und nicht nach Deutschland, erst nach England und Frankreich gehen. Ich glaube, dass zum Beispiel Startups aus Israel und Schweden wirklich einen großen Vorteil gegenüber deutschen Startups haben. Wenn du dir anguckst, wie viele Startups aus Schweden und Israel Weltmarktführer in etwas werden, ist erstaunlich im Vergleich zur Bevölkerungszahl. Mhm. Schweden hat 8 Millionen Einwohner. Mhm. Und Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Ja. Und wir sind genau in der Mitte, wo es gefährlich ist. Weil man sagt, naja, der Markt ist ja groß, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um Deutschland. Mhm. Und dann nach einigen Jahren, wenn ich das Gefühl habe, bin einigermaßen stark, dann gehe ich nach England oder Frankreich oder vielleicht so nach Amerika, dann schicke ich da einen von unseren Leuten hin und der macht das dann. Das kann nicht klappen. Okay. Und wenn ich in Israel und in Schweden bin, dann weiß ich von vornherein, mein Markt ist zu klein. Da muss ich gleich von vornherein global denken. Und die haben fast schon einen Vorteil gegenüber uns. Sehen wir dich nächstes Jahr wieder auf das Startup-Con? Müssen wir mal gucken. Wäre schön, wenn es klappen würde. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank.